Weil wir haben uns gedacht, geile Verbreiterungen. Und dann kommen die da hier so und dann irgendwie so. Ne? Genau. Kennt man das so? Genau das. Und deswegen haben wir gedacht, damit dieses da nicht ist, machen wir das noch dran. Machen wir den dran, genau. Reinigen. Schön sauber machen ist immer wichtig. Da unten ist so eine Schraube. Jeder wird dann sagen, ja, warum hat man die Schraube da unten nicht mitgenommen? Ich sage euch ganz ehrlich, weil es das bisschen Plastik einfach nicht, das ist nicht Not, da die Schraube rauszumachen, Loch zu bohren, wieder reinzuschrauben. Klebt so hin, ist schnell, ist einfach. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Und dann positionieren wir das hier noch kurz. Das Ganze ist dran, die kleinen Eckchen hier sind angeklebt. War natürlich auch eine Sache von nur ein paar Minuten. Runde das Ganze halt auch ein bisschen ab, muss man sagen. Ne? Also jetzt nur die Ecken kaufen und nichts anderes würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt machen. Aber kann man natürlich, klar, alles auch Geschmackssache. Aber ich denke mal mit der Kombination Heckansatz, die Ecken, es kommt die Verbreiterung, dann kommen hier wieder die ausladenden Bauteile, Seitenschweller und so weiter. Es zieht sich einmal ums Auto rum. Und das ist ja das Thema. Ne? Das Thema ist ja hier maximal Spoiler an das Auto dran zu bringen. Und das haben wir gemacht. Und wenn irgendjemand Lust hat, das Auto mal live zu sehen, 9. bis 12. Mai Tuning World Bodensee oder eben bei uns, das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Da wird das Auto auf jeden Fall ausgestellt auf unserem Stand. Wäre natürlich cool, wenn ihr uns besucht. Und da könnt ihr euch das alles live anschauen, auch ein bisschen mit unseren Jungs dann euch unterhalten, eure Projekte vorstellen, erzählen, was ihr gerne auch wollt für euer Auto, was ihr für eins habt, was auch immer. Und ansonsten, wenn euch die Videoreihe oder auch das Video und was euch die Firma und all das gefallen hat, Daumen bitte nach oben, wohlwollende Kommentare und natürlich die Klingel und die Verfolgungsklingel anmachen, weil es kommen noch viele andere Projekte. Nach dem Mini, so kann ich schon mal verraten, kommt dann mal wieder ein VW-Projekt. Und das wird, wenn alles klappt, auch noch zu Tuning World Bodensee fertig werden. Und auch wieder in dem Style, jetzt nicht ganz so extrem viel Plastik, aber wir erzählen auch genug, damit ihr was zum Zuschauen habt. Bis dahin, sehr, sehr.